Die Werbeagentur Pollack & Friends ist seit 25 Jahren eine der führenden Werbeagenturen in Salzburg. Am Freitag feierte man das Vierteljahrhundert gemeinsam mit Freunden, Kunden und Mitarbeitern im Garten der Agentur. Im Rahmen der Feier wurde auch der neue Firmenauftritt präsentiert. Für die Gäste hatten sich Pollack & Friends einiges überlegt. Auf den Einladungen wurde mit dem Dresscode schon deutlich gemacht, wie diese Feier werden sollte. Bunt und lustig. Mit knielangen Hosen, bunte Socken und dem besten Witz zu kommen, war die strikte Vorgabe des Veranstalters. Sogar Nudeln und Würstel waren in schönem Blau und Grün gefärbt. Und neben dem Essen wurden Witze erzählt. Da hatte natürlich auch Heinz Pollack einen auf Lager. Ich habe den Witz erzählt, dass ich in meinem Alter noch 25 Jahre Geburtstag feiern kann. Das ist Witz genug, aber ich habe auch noch ein paar gute auf Lager. So ist es nicht. Die gibt es wahrscheinlich heute später am Abend nur zum Besten. Die gibt es heute später, aber mit Sicherheit. Und je später der Abend ist, desto besser werden die Witze. In den letzten 25 Jahren, in denen Pollack & Friends zu einer führenden Werbeagentur geworden ist, ist vieles passiert. An die Highlights erinnert man sich gerne zurück. Das sind tolle Präsentationen gewesen, die wir gewonnen haben. Wenn ich heute an eine Läube-Präsentation denke, wo wir gegen 10 Mitbewerber als Sieger ausgestiegen sind, oder die Salzburger Sportwelt, wo wir unter 7 Mitbewerber als Sieger ausgestiegen sind damals und so weiter. Oder Bayerische Seenschifffahrt, wo wir unter 4 ausgestiegen sind als Sieger. Das sind schon tolle Geschichten, und wenn man die Kunden dann über viele Jahre auch betreuen kann, das sind Highlights. Um so erfolgreich zu werden, braucht es natürlich auch die nötigen kreativen Ideen. Aber dahinter steckt noch viel mehr. Ja. Die Kunst ist in der Kreation, dass du in Wirklichkeit das Problem richtig erkennst, dass du die richtigen Fragen stellst, ja, dass du genau überlegst, das Ziel, wo du hin willst, und das auch am besten schriftlich formulierst. Und dann arbeitest du mit verschiedenen Kreativtechniken genau auf das Ziel hin, fokussiert auf das Ziel hin, weil es nutzt dir alles nichts, wenn du die geilste Idee hast, aber die Idee nicht hilft, das Problem des Kunden zu erlösen und ein Ziel zu erreichen. Im Rahmen der Jubiläumsfeier präsentierte Pollack & Friends auch den neuen Firmenauftritt. Die Briefkuverts mit dem alten Firmenlogo wurden verbrannt, um Platz für Pollack & Friends neu zu schaffen. Kreation braucht eine Strategie, und eine Strategie braucht einen klaren Fokus. Und der Sukkus daraus, weil das ist nämlich unsere Arbeitsweise, der Sukkus daraus sind Focused Ideas, unser neuer Claim, wie wir ihn in unserem Neuauftritt von Pollack & Friends jetzt formuliert haben. Und so gehen wir die nächsten 25 Jahre an. Und was ist der Vorsatz für die nächsten 25 Jahre? Irgendwann einmal gemütlich da sitzen und als Senior Consultant die jungen Leute zu beobachten und zu sagen, hey, super, die machen das geil weiter. Unter der 250 Jahre alten Buche im Garten der Agentur fanden sich nicht nur Kunden und Mitarbeiter ein, sondern auch langjährige Freunde. Da sollte es natürlich auch an Geschichten rund um Heinz Pollack nicht fehlen. Hat er dann tatsächlich selber zur Bohrmaschine gegriffen und ich glaube, es waren die Vorhänge aufgehängt bei mir im Büro, weil das war eine furchtbare Rumpelkammer, und da ist er dann da gestanden, ganz hemdsärmlich, hat sich so die Ärmel raufgekrempelt und stand da mit dem schweren Bohrer am Tisch oben auf meiner Arbeitsplatte und hat gesagt, so, und wie schaut's aus? Ja, das war voll super. Da sieht man mal, dass man so einen ganz praktischen, veranlagten Chef haben kann, der total menschlich und sympathisch seine Mitarbeiter führt. Was ich aber gefunden habe, nachdem ich jetzt bei IGL Werbedienst bin, wo Heinz, ich glaube, seine Lehrzeit verbracht hat, ist das richtig? Ich glaube, er hat bei IGL Werbedienst gelernt. Man stoßt immer wieder auf Spuren, und ich habe ein altes Konzept ausgegraben von Heinz. Das muss 19, ich glaube, ich war noch nicht einmal auf der Welt, 19, was war das? 74 oder 75 irgendwas gewesen sein. Also Weltklasse. Man sieht, er hat damals schon einfach sprühende Ideen gehabt. Man kann ihm nur wünschen, er soll weiter so bleiben, und dann ist er auf einem guten Weg. Wir haben viel Plädelt in der Jugendzeit und war immer ein kollegialer, netter Kamerad, und ich wünsche ihm für seine neue Linie, die er jetzt fahren möchte, alles Gute. Der Heinz ist ein Chef, den man sich eigentlich nur wünschen kann, muss ich ganz ehrlich jetzt einmal sagen, weil einfach dieses Menschliche vom Heinz da ist, und das hat man ganz, ganz selten, und da sind wir ganz froh, dass das so ist, wie es ist.
Und ich glaube, wir sind ein sehr, sehr gut funktionierendes Team. Deswegen gibt es auch ein paar Urgesteine bei uns im Büro und deswegen funktionieren wir auch so gut, weil der Heinz auch ein guter Chef ist. Gefeiert wurde noch bis in die frühen Morgenstunden und vermutlich auch einige Male angestoßen. Auf die nächsten 25 Jahre.